Jetzt will ich erstmal jemand ankündigen, der ziemlich ganz von Anfang an dabei war. Er stand schon auf dem Holzbrett zwischen den zwei Betontrögen, hat dort schon für uns Reden gehalten, ist nicht erst später dazugekommen. Er ist Schauspieler, Regisseur, Theatermacher, hat gerade ein spannendes Projekt, Babylon. Ist sicher interessant für alle, läuft im Yes, dort beim Tatlerturm unten drin, ab Mitte März. Da geht es genau um so ein Hochhaus, 100 Stockwerke hoch, Gigaprojekte und wo sie hinlaufen. Und ich freue mich ganz, begrüßt mit mir ganz herzlich Klaus Hämmerle. Guten Abend, liebe Freunde der Wahrheit und des gesunden Menschenverstands, liebe hartnäckige, unverdrossene und unverfrorene Montagsdemonstranten. Ich erinnere mich an meine erste Montagsdemo an einem kalten Frühlingstag vor fast 3 Jahren auf einem kleinen Holzpodest drüben vor dem Nordflügel, der jetzt abgerissen ist. Ich erinnere mich an die Euphorie, an das ungläubige Staunen über das nicht wiederzuerkennende, das andere Stuttgart. Sie alle, die heute wieder oder immer noch hier sind, haben ihre eigenen persönlichen Eindrücke gespeichert von dem Wechselbad der Gefühle, das wir in den vergangenen 3 Jahren durchlaufen haben. Von ohnmächtigem Zorn hin zu der Hoffnung, so viele zu sein, wirklich etwas bewirken zu können. Von Freude über die Kreativität des Protestes bis zu fassungsloser Empörung, als die Staatsmacht die Eskalation suchte. Von Verunsicherung und Enttäuschung, als sich bei Schlichtung und Stresstest erwies, wie raffiniert und zu allem entschlossen die Hydra ist, mit der man sich da angelegt hat. Bis zur Resignation nach der von vornherein chancenlosen Volksabstimmung, der darauf folgenden Schleifung des Bahnhofsgebäudes und der Verwüstung des Schlossgartens. Eine Zeit lang war umstritten, wie wichtig es ist, diese Montagsdemonstrationen fortzusetzen. Es war schwer, daran zu glauben, dass der Protest noch einen Sinn hat. Ich denke an all das zurück mit großem Respekt vor den vielen von Ihnen, die unverdrossen und hartnäckig jeden Montag oben geblieben sind, auch in Zeiten, als alles aussichtslos schien. Tatsache ist, die Montagsdemo lebt. Und vielleicht kann man inzwischen sogar behaupten, nie war sie so wertvoll wie heute. Hat man den Eindruck, wenn Stuttgart 21 überhaupt noch zu stoppen ist, dann jetzt. Es liegt was in der Luft. Viel ist erreicht worden in den letzten 3 Jahren. Es hat sich bei vielen Menschen ein neues kritisches Bewusstsein gebildet gegenüber Politik und Wirtschaft, weit über Stuttgart und Baden-Württemberg hinaus. Man hat den Eindruck, auch Journalisten fragen wieder hartnäckiger nach bei unangenehmen Themen, immer mehr Skandale kommen ans Licht. Es gibt ein neues gesellschaftliches Klima in diesem Land und in dieser Stadt. Ohne die Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21, davon bin ich überzeugt, gäbe es keinen grünen Ministerpräsidenten in diesem Land und auch keinen grünen OB in dieser Stadt. Sollten die Grünen nie vergessen. Und wir unterstützen sie auch, indem wir ihnen helfen, sich immer wieder daran zu erinnern. Die CDU ist abgewählt und die Deutsche Bahn sieht sich einem grünen Ministerpräsidenten, einem grünen Verkehrsminister und einem grünen Oberbürgermeister gegenüber. Was für ein riesiger Fortschritt im Vergleich zu vor 3 Jahren. Einerseits. Umso paradoxer ist, dass in Bezug auf das Eigentliche,
die Verhinderung dieses wahnsinnigen Bahnhofsprojektes noch gar nichts erreicht ist. Dort heißt es immer noch Business as usual. Doch im Dezember 2012 geschieht Unfassbares. Gemäß dem Satz von George Orwell, dass in Zeiten, da Lüge und Täuschung allgegenwärtig sind, schon das Aussprechen der Wahrheit einen revolutionären Akt darstellt, erweist sich Herr Käfer als revolutionär. Er packt neue Zahlen auf den Tisch. Zahlen, die man hier auf der Montagsdemo seit Jahren kennt, die bei der Schlichtung höhnisch zurückgewiesen und dementiert worden waren. Es ist ein trauriger Triumph zu erkennen, die Gegner und Kritiker dieses Projektes haben immer wieder recht gehabt. Zur gleichen Zeit schlägt ganz Deutschland die Hände über den Kopf zusammen wegen dem unabsehbar peinlichen Desaster, das der Klüngel aus Politik, Baulöwen und Wirtschaftslobby beim Bau des Berliner Hauptstadtflughafens angerichtet hat. Und ganz Stuttgart staunt über das Debakel der missratenen Sanierung des Schauspielhauses der Staatstheater. Und die Bahn fügt ihren wöchentlichen Hiobsbotschaften von vergammelter Infrastruktur, Forderungen nach noch mehr Subventionen, Gleisausfällen, Preiserhöhungen, wachsende Unpünktlichkeit, Pleiten, Fusch und Pannen dreist den Ausblick auf ein sich ganz plötzlich um ein Drittel verteuerndes Monsterprojekt hinzu, mit der Versicherung, es lohne sich zwar fast nicht mehr, aber trotzdem müsse man natürlich weiterbauen. Man würde das auch selber bezahlen. Mit was für Geld bitte? Peter Grohmann würde sagen, welches Geld? Genau, der hochverschuldete Staatskonzern generiert seine Überschüsse aus Subventionen und Preiserhöhungen. So, und was geschieht daraufhin? Nichts. Aufsichtsratssitzung verschoben, Lenkungskreis verschoben. Ein besonders eifriger CDU-Stadtrat erklärt in vorauseilendem Gehorsam, die CDU würde sich auch heute noch einmal für Stuttgart 21 aussprechen. Ja. Vielen Dank, aber jammert nicht wieder, wenn ihr keine Wahlen mehr gewinnt. Der Landtagspräsident erklärt im Fernsehen, jetzt sei die Bahn aber mal rechenschaftspflichtig und müsse Kostentransparenz herstellen. Toll! Da kommt er drauf, nachdem hier seit 3 Jahren dafür demonstriert wird. Sogar der Herr Schmiedel, in welcher Partei ist der gleich nochmal, sagt, er wolle nicht mehr ständig neuen unerfreulichen Entwicklungen hinterherhecheln. Vielleicht sollte er einfach mal die Laufrichtung ändern. Und unser Ministerpräsident hat jetzt eine Vertrauenskrise mit der Bahn. Die haben wir doch schon seit Jahren. Ich habe sie genau genommen, seit ich zum ersten Mal von diesem unsinnigen Projekt gehört habe. Warum gibt es bei so vielen Politikern kein Bewusstsein dafür, dass Sie, unsere Vertreter, stellvertretend für uns alle von der Bahn und ihren Komplizen vorgeführt, missachtet und für dumm verkauft werden? Aber niemand tritt zurück, niemand schämt sich, niemand entschuldigt sich, fast niemand sieht ein, dass er sich getäuscht hat. Fast niemand ändert seine Haltung. Noch nicht. Das scheint das Schwerste zu sein, einen Fehler zuzugeben oder gar zu korrigieren. Einem ehemaligen OB, der es zugelassen, nein, forciert hat, dass Verträge mit der Bahn unterschrieben wurden, aus denen es keine juristische Ausstiegsmöglichkeit zu geben scheint, wird die Ehrenbürgerwürde verlieren.
Und Angela Merkel bringt es auf den Punkt. Es kann nicht sein, erklärt sie dieser Tage, dass wir nicht mehr in der Lage sind, große Verkehrsinfrastrukturprojekte in unserem Lande überhaupt noch hinzubekommen. Sie meint damit, was die Wirtschaft vorgibt, hat zu geschehen in diesem Land. Koste es, was es wolle. Geld spielt keine Rolle. Wenn es ausgeht, holen wir Neues vom Steuerzahler. Oder wir drucken einfach Neues. Oder für uns stellt sich die umgekehrte Frage. Kann es denn sein, dass die Politik nicht mehr in der Lage ist, das durchzusetzen in unserem Land, was dem Gemeinwohl dient und was der gesunde Menschenverstand verlangt? Ja. 2013 ist das Jahr der Entscheidung. Wenn das Projekt jetzt nicht kippt, dann kippt es nie. Oder erst dann, wenn es zu spät ist, Ruin und Verwüstung noch zu stoppen. Aber die Chance ist da. Das kann man spüren. Die Spannung steigt. Wird Fritz Kuhn es schaffen, den Wahnsinn zu stoppen, das Monster zu erlegen? Dann hätte er sich nicht nur die Ehrenbürgerwürde, sondern auch ein Denkmal verdient. Ich schlage vor, an der wiedereröffneten Straße am Schlossgarten, die ab 2020 Winne-Hermann-Allee heißt. Der wird plötzlich wie befreit. Django Unchained. Und man hat den Eindruck, mit dem alten Weggefährten Kuhn ist die Strategie zurückgekehrt in das Agieren der grünen Freunde. Jedenfalls hat man den Eindruck, sie wissen, was sie tun, und eine taktische Spielauffassung wird erkennbar. Jetzt nehmt doch den Kretschmann auch noch mit. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Und sagt ihm, es gibt kein richtiges Regieren im Falschen. Und hinter der Volksabstimmung braucht er sich nicht mehr zu verstecken. Die hat ihre Legitimation komplett verloren. Ab heute ist Herr Käfer in der Stadt für informelle Gespräche mit Projektpartnern und Fraktionsvorsitzenden. Fast könnte er einem ja leid tun. Was soll er denn jetzt wieder erzählen, was er in einem halben Jahr dann dementieren und korrigieren muss? Wer soll dem Mann noch irgendetwas glauben? Nur die Politiker, die, warum auch immer, die Augen zu und durch Brille nicht abnehmen können. Bis sie vielleicht merken, dass hinter ihrem Rücken auf einer höheren Etage schon hochkomplexe, elegante Ausstiegsszenarien durchgerechnet werden. Ein Fall für gewiefte Juristen. Weil vielleicht auch Aufsichtsräte irgendwann befürchten müssen, verantwortlich und haftbar gemacht zu werden für unheilvolle Entscheidungen, die sie treffen. So könnte am Ende der paradoxe Fall eintreten, dass Politiker, die einst sich in verbeulten Hosen und komisch gemusterten Pullovern auf den politischen Weg gemacht haben, in die Lage kommen, deutsche Topmanager davor zu bewahren, ganz, ganz schlechte Geschäfte zu machen. Und ihnen noch ermöglichen könnten, aus dem heillosen Deal rauszukommen, ohne das Gesicht zu verlieren. Weil vielleicht für Sie alle die Erkenntnis nicht zu spät kommt, die bessere Lösung ist,